Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Baby Bears Big Day Out. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit nochmal herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Zuallererst möchte ich mich für etwas entschuldigen, nämlich die letzten 2 Tage von diesem Video hier an. Kamen keine Videos, das hatte einen ganz bestimmten Grund. Es war absolut keine Absicht, mein Headset, über das ich aufnehme, genau genommen das Mikro davon, ist am Sonntagmorgen kaputt gegangen. Ich konnte kein Audio mehr aufnehmen und folglicherweise auch keine Videos. Und ich konnte erst heute mir ein neues Headset kaufen. Ich nehme auch relativ spät auf, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie lang dieses Video hier wird. Und das Spiel ist ehrlich gesagt auch einfach nur ganz schnell rausgesucht. Also ich habe jetzt einfach das Erstbeste genommen, was ich gesehen habe. Ich will mich da sehr stark entschuldigen, dass da wirklich nichts kam. Es tut mir unendlich leid. Ich konnte da nichts dran ändern, weil sonntags haben bei mir die Geschäfte halt zu und ja, am Montag, da kam ich erst ganz spät dazu, beziehungsweise hab mal dran gedacht, oh Gott, ja, ich muss ja ein neues Mikrofon kaufen. Also, ja. So, jetzt, um mal zum Spiel zu kommen. Wir sind ein kleiner Bär, der viel zu früh aus seinem Winterschlaf aufgewacht ist. Laufe ich mit den Pfeiltasten? Ich laufe mit den Pfeiltasten. Ich glaube, ich brauche meine Maus nicht. Weg damit. So, ich muss hier das Steinchen schieben. Bruder? Oder bist du Schwester? Wach auf! Du verpasst den ganzen Frühling. Ich glaube, der muss nach oben. Ja, mein Ziel ist es, Honig zu sammeln, soweit ich das richtig verstanden habe. Und das sind Schieberätsel, hauptsächlich in diesem Spiel. Okay. Den dahin. Den da hoch. So, so. Und dann komme ich hier raus, hoffentlich. So, ich hab Honig. Okay. Mit dem Stein mache ich den Busch kaputt. Ich hab noch mehr Honig. Also ja, ich konnte halt wirklich nichts aufnehmen. Allein deswegen, weil das Mikrofon kaputt war. Um darauf nochmal zurückzukommen. Und es hat mich auch gerade einiges an Geld gekostet, das neu zu kaufen. Wer es nicht weiß, ich benutze ein Sennheiser GSP 300. Das ist ein sehr leistungsstarkes Headset, das eine richtig gute Audioqualität hat. Und ich benutze auch nur das, weil ich damit auch richtig gute Erfahrungen habe. Und das kann man halt nicht mal eben so kaufen. Okay, ich sehe schon, ich muss das runterschieben. Dann schiebe ich den so. Einen hier runter. Schieb den hier so durch. Und dann schiebe ich den da durch. Und dann mache ich mir den Honig kaputt. Perfekt. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Kann ich auch den Reset andun? Ich glaube, ich muss den hier oben kaputt machen. So, jetzt bin ich an den Honig dran gekommen. So, ich denke mal, jetzt habe ich genug über mein kaputtes Audioteil hier gelabert. Verdammte Axt! Da waren Fehler meinerseits. Okay, jetzt schiebe ich den runter und gönn's mir. Oh, jetzt habe ich einen Holzstamm, oder wie? Rollt er durch? Nein. Das war easy. Ah, aber den kann man nur von einer Seite aus rollen.
Ja, easy. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das hier geht. Den muss ich auf jeden Fall durchschieben. Den Holzstamm kann ich nur in eine Richtung bewegen. Ja, bisher läuft's doch ganz gut. Ich glaube, ich muss den so schieben. Dann schieb ich den einen nach da. Schieb den von hier aus weiter nach dort und kann mir jetzt das Teil gönnen. Muss aber nochmal undoen, weil ich den einen zu weit geschoben habe. Okay. Oh, da ist ein Freund. Hallo. Lauf doch nicht weg. Mein Spielkamerad ist abgehauen. Leute, das ist der größte Spaß in meinem ganzen Leben, ne? Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt. Ein sehr interessantes Spielekonzept. Ich finde den Bär richtig toll. Der ist süß gezeichnet. Wie mache ich das jetzt ganz schlau? Also ich kann den ja nur nach oben schieben. Oh, das dumme Zeug, das wächst wieder nach. Ich schieb den zwei nach da. Schieb den durch. Dann habe ich den hier unten. Und dann kann ich hoffentlich durch. Nein, kann ich nicht. Aber so geht's. Okay. Ja, das Dumme ist das doofe Zeug, das wächst nach. Okay, ich schieb den erstmal so. Guck, dass der hier unten ist. Verdammt. Eine Ewigkeit später. Der kommt da drauf. Der da. Dann habe ich den hier oben. Und bin hoffentlich zur Abwechslung intelligent. So, wie mache ich es jetzt ganz schlau? Schön, schön, kleiner Bär, gib mir einen Hinweis. Vielleicht so. Ich hab's hinbekommen. Es hat nur eine Ewigkeit gedauert. Oh Gott, jetzt ist das nächste Rätsel da. Nee, das kann schon mal nicht richtig sein. Okay. Ich glaube, den muss ich von oben schieben. Jetzt schiebe ich hier durch. Hol den und ganz schnell weg. So, und wo muss ich lang? Hier unten? Hier musste ich lang. Brauche ich den Fels da unten noch? Oder wie soll das funktionieren? Lauf, kleiner Bär. Muss ich da oben vielleicht eigentlich weiter? Nee. Ich muss da unten lang. Nur wie mache ich das hier? Ich kann ja nicht von hier schieben. Ich kann hier nicht drumherum.
Ich glaube, dafür muss ich von der anderen Seite kommen. Falls es möglich ist. Ja, es ist möglich. Okay. Dieses eine Rätsel hier mache ich noch. Den dahin. Den durch. Hier einmal durch. Den da drauf. Und Scheiße bauen. Perfekt. Quiek. Ich hoffe, mein Plan geht. Ich bin noch rausgekommen. Okay, jetzt bin ich hier. Der muss hier, glaube ich, durch. Okay, ich hab's gesammelt. Hat alles funktioniert. So, und was mache ich jetzt mit dem ganzen Honig? Ja, ich würde mal sagen, hier beende ich das jetzt. Soll ja relativ kurz heute bleiben. Also, so funktioniert das Spiel. Ich denke mal, das geht ewig jetzt so weiter. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Das Spiel ist wie immer verlinkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.